Ich wünsche allen Zuschauern ein wunderschönes, gesundes, neues Jahr. Heute zeige ich euch den Beleuchtungsbeispiel wie hier, was man dazu machen muss. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei und schaut euch den Rest auch noch an. Ich habe schon einmal in der Vergangenheit so ein Video gemacht. Es gibt Hersteller, die machen so Einzelanwendungen, sprich also dabei für ein bestimmtes Haus oder eine bestimmte Szene. Ist okay. Und dann gibt es eigentlich die große Gruppe dabei, wie Modaleb, die Arduino benutzen. Aber soweit ich das bisher gesehen habe, relativ wenig, die hier auf das BDIP-System zugreifen. BDIP steht für bidirektionaler Bus. Das ist ein Bussystem, was im Gleichstrombereich arbeitet. Wer Gleichstromanlage fährt, kann damit also auch die Anlage steuern. Aber alle anderen, die jetzt als Märklinisten hier tätig sind, können zusätzlich diesen Bus anschließen und damit also auch die ganze Beleuchtung, Servosteuerung, auch Rückmeldung mit machen. Ein Wermutstropfen hat diese Anlage oder dieses DBIP-System. Es wird zurzeit eigentlich nur von iTrain und von den freien Systemen wie Rockrail mit unterstützt. Alle, die den Train Controller haben, haben hier natürlich ein Problem. Aber vielleicht können Sie ja den Herrn Freiwald davon überzeugen, dass er das mal in das System einbaut. So, was haben wir jetzt hier? Hier vor mir liegen jetzt die gewissen Teile. Das hier ist eine sogenannte Light Control. Das heißt, da wird die Platine geliefert. Holen Sie mal raus. So sieht jetzt die Platine aus. So kann man sehen, ja. Das heißt, alle Bauteile, die hier gedruckt sind, sind bereits eingelötet. Was fehlt, sind die ganzen Steckerkomponenten. Ja, hier ist jetzt ein RJ45 und hier so ein Pfostenstecker. Was fehlt, was ihr im Zweifelsfall braucht, nicht unbedingt, das ist zum Beispiel so ein Pfostenstecker mit 32 Pins. Was jetzt fehlt, ist Pfostenbuchse, ist der Pfostenstecker. Dieser hier, der hier genau reinpasst. Der nennt sich PFL34 bzw. für die kleinen PFL16. Diese Pfostenstecker werden mit einem solchen Band, solchem Kabelbaum verbunden. Hier ist schon eins mal drauf. Das wird meistens für Steuerungszwecke verwendet. Das ist jetzt hier so ein 34 poliger Stecker. Der wird hier einfach aufgeklipst, damit das anständig sitzt. Braucht man eine spezielle Zange. Das wäre zum Beispiel so eine, die dort verwendet werden kann. Das ist jetzt Gott sei Dank eine, die nicht sehr teuer ist, war 8-9 Euro. Also kein sehr großes Problem. Aber wie gesagt, das ist nur im Zweifelsfall, wer irgendwelche Schaltaufgaben machen will.
Das muss ich jetzt einfach jetzt eher einlöten, diese Teile nach dem Bauplan. Ja, das ist also nicht sehr viel und geht relativ rasch. Das ist jetzt die Platine, die wir heute uns anschauen werden. Das ist eine sogenannte Neo Control. Hier sind also die ganzen Stecker, sowas, alles schon eingelötet. Und hier ist auch schon das Versorgungskabel dran. Die Platinen werden in der Regel mit 12 Volt versorgt. So, der Unterschied zwischen diesen beiden Platinen ist ganz einfach. Die Light Control ist speziell dafür entwickelt worden, um bestimmte Zugabläufe zu realisieren. Das heißt, sie kann sowohl LEDs ansteuern, insgesamt 32, und sie kann 4 Servos ansteuern und hat eben noch die Möglichkeit, Schaltfunktionen zusätzlich dort mit reinzunehmen. Mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel einen beschrankten Bahnübergang machen will und habe, weiß ich, 4 Schrankenteile, also so ein Doppelgerät und 4 dann Dreherskreuze, dann ist das überhaupt gar kein Problem, das hier über so eine Platine zu gewährleisten. Des Weiteren kann ich hier zum Beispiel gewisse Schienenkombinationen mit abdecken, indem ich hier über die LEDs also auch die Signale, die Signalbilder schalte und über die Servos dann eine Weichenschaltung mache. Also da hat sich jemand mal überlegt für gewisse Situationen und dafür gibt es eben eine bestimmte Platine. Diese Platine kostet 80 Euro und wenn ihr entsprechende Decoder jeweils dann kaufen wollt, dann seid ihr in der Regel über diesen Preis. So, kommen wir zurück zur Neo Control. Die Neo Control hat 2 Kanäle für LEDs, den A und den B. Jeder kann mit 2 Ampere belastet werden und wir können hier, jetzt muss ich lügen, ich glaube 52, ja, also mehrere hundert LEDs letztendlich anschließen. Wenn es zu viele sind, die hier von der Platine nicht versorgt werden können, dann muss ich zwischendurch nochmal Strom einspeisen. Also das ist ein wahnsinnig leistungsfähiges Tool hier. So, was ihr aber fangen wir noch hier an. Um die LEDs anzuschließen, brauche ich eine Ansteuerung. Das sind jetzt hier zum Beispiel eine dreipolig. Das heißt, Sie kriegen also hier im Paket 5 Ansteuerungen, A3 LEDs. Das reicht also hier für 15 LEDs. Können die Anschlüsse löten oder entsprechend mit diesen Steckern steckbar machen. Wer jetzt eine größere Sache hat, kann auch dieses 16er Modul nehmen. Das versteckt sich gerade hinter dem Papier. Holen wir es mal raus. So, das ist im Grunde genommen diese kleine Platine. Und da sind eben jetzt die 6 Ansteuerungsmodule drauf. Und ich kann hier entsprechend den Pfostenstecker einlöten. Wer das nicht will, kann also auch hier genauso wieder diese Steckverbinder oder auch direkt löten, je nachdem, wie ihm zumute ist. Das hier ist jetzt schon ein vorbereitetes Modul. Diese farbige Leitung hier
ist deine 5-Volt-Leitung in der Mitte. Außen ist die Masse und das Grüne ist die Datenleitung. So, und ich verbinde im Prinzip ein Modul mit dem nächsten reihum bis zu, oh weia, jetzt habe ich es nicht im Kopf. Ich glaube 32, nee, ich glaube nicht ganz so viel. Ist egal. Aber ich habe ja zwei Ausgänge auf der Platine und dann sage ich einfach über den CV-Wert, wann ob er den zweiten Ausgang ab der wievielten Platine hier das Ganze versorgt werden soll. Das Schöne dabei ist hier, ich habe jetzt zum Beispiel hier die LED direkt aufgelötet. Das hat natürlich, sieht man es, ja, ich glaube, so sieht man es besser noch, hat einen Vorteil, weil es eine 5-Volt-Feststromquelle ist, dass ich hier keine Vorwiderstände brauche. Ich habe mal ein Video gemacht mit Signalansteuerung. Und da habe ich also auch das Signal, ein Fissmann-Signal, direkt mit den Widerständen angelötet. Das funktioniert genau so. Und wenn ich eben, was ich noch machen kann, das ist diese Neopixels, die der ein oder andere mit kennt. Hier hinten habe ich die Flächen drauf dabei. Ich kann also auch genauso wie diese große Platine, dies als kleine und habe hier die Ansteuerung von der Rot, Grün und Gelb. Ne? Rot, Grün, Gelb, Rot, Grün. Oh Mann, zu früh am Morgen. Also diese RGB, Red, Rot, Gelb, Blau. So. Da kann ich also genauso statt drei einzelner LEDs jeweils so einen Neopixel mit anbinden. Jo, damit sind eigentlich die Bauteile soweit erklärt. Bleibt jetzt noch die Stromversorgung. Ich greife hier mal rüber. Als Stromversorgung für 12 Volt können also solche Tischgeräte verwendet werden. Sie sollten einen stabilisierten Strom liefern. Das hier ist von Fichtelbahn-Referenz. Modell dabei, das ist hier von. Jetzt muss ich gucken, wie heißen sie? Minwell MW. Ja, ist ein taiwanesisches Produkt auch, aber ist egal. Das liefert jetzt hier. Das habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Das ist, glaube ich, den 12 Volt. Ich glaube, 4 Ampere habe ich hier. Keine Brille auf, kann es nicht lesen, ist zu klein. So. Der Vorteil ist, es gibt also solche Steckverbinder, die werden hier jetzt bei Fichtelbahn direkt mitgeliefert, dass ich also nicht diese übliche Steckbuchse habe, sondern das miteinander verbinden kann. Und hier setze ich das mit rein. Das ist jetzt speziell für solche Geräte hier geeignet. Das ist ein Fertigmodell für die Servosteuerung. Und da kann ich das dann direkt reinsetzen. Fertig. Bei den Modulen muss ich dann die Kabel entsprechend einschrauben. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Preislich in der gleichen Größenordnung liegt so ein Netzteil. Das ist auch von Meanwell. Das ist ein 12 Volt
was insgesamt 12,5 Ampere liefert. Habe hier meine Eingänge, dass ich also mein Netz anschließen kann, und hier die Ausgänge, jeweils zwei für 12 Volt. Wie gesagt, das kostet genauso viel. Das ist etwa 30 Euro, die so ein Netzteil kostet, und ist damit relativ preiswert. Vor allen Dingen, wenn ich das gegenüber so Transformatoren, wie Viessmann sie anbietet zum Beispiel, oder auch Märklin anbietet, sehr hochwertig. Hier noch eins dabei, ich habe hier 12,5 Volt. Die Eisenbahn wird normalerweise mit 3 bis 4, Entschuldigung, nicht Volt, 12,5 Ampere. Und die Eisenbahn wird normalerweise, kriegt sie einen Strom von 3 bis 4 Ampere. Und dann wird die Sicherung aktiv und schaltet den Strom ab, damit es nicht zum Brand kommt. Damit also hier also keine hohe Spannung mit anliegt, gibt es also einen Spannungs-Controller, kann man auch praktisch sagen, wo der Strom dann auf 4 Ampere begrenzt wird, und sobald er den überschreitet, also bei einem Kurzschluss, wird dann das Gerät abgeschaltet. Jo, das eigentlich eine langwierige Erklärung, aber ich glaube, das musste sein, damit ihr das Ganze versteht. Nein, ich habe noch einen Teil vergessen. Hier liegt es. Das braucht ihr nämlich. Das hier ist eure Verbindung zum Rechner. Ja, auf der einen Seite habe ich also einen USB-Stecker. Und auf der anderen Seite hier das blaue, das ist der BDIP-Bus. Das Teil liegt auch etwa bei 80 Euro. Das ist aber eine einmalige Anschaffung. Für dieses Jahr, sprich also 2023, ist dieses Teil auch als Teil zur Verbindung mit dem Netzwerk, dem Heimnetzwerk, vorgesehen. Und damit lässt sich letztendlich also auch dann wahrscheinlich über WLAN das Ganze ansteuern. So, hier einfach noch die Verbindung, also von diesem Steuergerät, was DCC-Signale erzeugt, gehe ich damit weiter, halt so rum, auf meinen BDIP-Bus, schließe den ganz einfach an. Wenn ich das nächste Modul anschließe, geht es hier weiter. Und das Schöne dabei, ich muss mich um keine Adresse kümmern. Dieses System ist so aufgebaut, dass es selbst die Adressen erkennt, verarbeitet und entsprechend zuordnet. Ja, ihr kennt natürlich, sag mal, was weiß ich, den Märklin M8384, wo ihr über Mäuseklavier Adressen einstellen müsst. Gut, das ist zwar nur einmal, aber wenn ich jetzt irgendetwas unterbreche, ich will hier einfach dazwischen noch einsetzen. Ja, ich habe jetzt hier die beiden miteinander verbunden und will den noch dazusetzen. Ist das überhaupt gar kein Problem? Ich muss mich um keine Adresse kümmern. Das geht alles vollautomatisch mit diesem System. Das hängt damit zusammen, es gibt eine sogenannte BDIP e.V., die diese ganze Normung macht und sagt, wie diese ganzen Module gestaltet werden müssen. Das ist also kein, sag mal, Hauswerk von Fichtelbahn, obwohl er momentan, sag mal, mit der größte Anbieter für BDIP-Module ist. Alle anderen können es genauso, und wenn man sich an die Spezifikation hält, passt auch alles zueinander, dann kann ich also auch unterschiedliche Hersteller mit in so einem Bus integrieren. So, haben wir noch was? Ja, das Ganze ist ein Bussystem. Wie gesagt, es sind auch, ja, die Anzahl der Module ist limitiert, aber es gibt einen entsprechenden Hub, mit dem ich dann eine zweite Leitung wieder aufbauen kann.
Und so kann ich im Prinzip, sag mal, doch relativ viel Material damit verarbeiten und an den Rechner anschließen. So, und wie ich das Ganze jetzt verarbeite, das wird alles über Software gesteuert. Also ich mache an diesen Modulen überhaupt nichts, sondern das Einzige ist, ich verbinde sie miteinander. Ich gebe hier dieses IF2 an den Rechner und alles andere geht weiter über ein Modul, was sich Wizard nennt. Und von da aus kann ich also auch dann die Daten an iTrain übertragen. So, jetzt mache ich das Ganze fertig, dass wir also auch die Software dazu sehen und dann geht's weiter. Jetzt kommen wir zum Software-Teil. Hat ja gesagt dabei, das Ganze nennt sich Wizard, also ein DBIP Wizard. Die Version 2.0.3 ist die derzeit aktuelle. Es lässt sich also sehr leicht aus dem Netz aktualisieren. Wenn ich das erste Mal mit diesem System starte, da muss ich hier klicken, Einstellungen. So. Dann habe ich die Verbindung, die er entsprechend mehr oder weniger selbstständig setzt. Ich hatte hier vorher diesen COM4 und er macht dann eben die Verbindung hier mit dem USB dazu. Und damit ist alles eigentlich schon gemacht. Mehr braucht man nicht. So, das nehmen wir wieder weg. Wir sehen jetzt also hier die Knotenliste, wie sie heißt. Der erste steht BD. Warum zeigt er das? So, jetzt ist der Cursor auch da. BDI BIF2, was ich ja gezeigt hatte. Das ist das nochmal. Na, ich kriege es nicht bis drunter, sonst müsste ich es abhängen. Aber ihr habt es ja eben gesehen. Und an zweiter Stelle steht hier das Neo-Signal. So. Das heißt deshalb Neo-Signal, weil ich hier auf dieser Neo-Control, auf dieser Platine, inzwischen fünf verschiedene Firmware-Versionen fahren kann. Einmal um Signale mitzusteuern, einmal um Beleuchtung mitzusteuern. Der einzige Unterschied ist dabei eben die Anzahl der Makros, da kommen wir gleich noch zu, und die Anzahl der Makroschritte. Ich habe mich also inzwischen noch mal schlau gemacht dabei. An diese Platine kann ich 120 einzelne LEDs anschließen und jede einzelne LED kann ich steuern. So, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Wenn ich das damit verbinde, ich kann eben jederzeit die Firmware aktualisieren, falls notwendig. Wichtig ist der Knotenkonfigurator. Und okay, das ist der Knotenkonfigurator. Ich gehe weiter. Und jetzt kann ich eben Lichteffekte, Signale oder auch Weichen entsprechend hier schon vordefiniert verwenden. Schauen wir einmal mal in die Lichteffekte ein. So, ich habe also hier die Möglichkeit, das Andreaskreuz mit zwei oder vier LEDs, Baustellenwarntafel mit fünf, Fotograf mit einer, Lagerfeuer, eine Radarfalle, Straßenlampen als Neonlampen. Die Verkehrsampel kann ich machen, ich kann Warnbalken machen oder hier ist auch noch die österreichische Bahnkreuzung, die ja dann blinkt mit zwei oder vier Lichtzeichen. So, das machen wir jetzt einmal nicht. Hier
Hier unter Info kriege ich alle nochmal diese ganzen Informationen. Ich kriege also dahin, ich habe Neo Control, ich habe die Signalsteuerung geladen, ich kann NeoPixel, ich kann die Einzelansteuerung der LEDs machen. Ich habe 8 Eingänge und ich habe 8 Ausgänge, die ich im Moment aber nicht benutze. So, dann haben wir diese Unique ID. Diese Unique ID ist dafür wichtig. Jede einzelne Platine hat so eine und die wird intern verwaltet, untereinander zugeordnet. Wenn ich also den Bus unterbreche und baue noch eine Platine mit ein, dann ordnet er die richtig zu und ich muss mich um gar nichts kümmern. So, dann kommen jetzt hier doch mal die entsprechenden Adressen dabei, Firmware, die 1.06.02. Dann haben wir die Accessories, also die bestimmten Zubehörteile, die wir verwenden wollen, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir kommen auf die Makros noch zu sprechen. Die Eingänge lassen wir außen vor. Dann die Lichtausgänge, da kommen wir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil hier nämlich jede einzelne LED angesteuert wird. Wir haben nochmal die Schaltausgänge, die wir hier lassen. Die Flex, die für eine Programmierung in der Abfrage eine Rolle spielen können, aber nicht müssen. Und ich habe hier eben auch eine Belegmeldung, wenn ich halt diese, den oder den, das weiß ich nie, da muss ich nachgucken, benutze. So, und zu guter Letzt habe ich also dann die ganzen CV-Definitionen. Wir sehen also hier zum Beispiel WS28XX Startnummer an Channel B. Ja, hier da steht also der Wert 18. Das heißt, den Wert 18 kann ich also hier, oder sag so, ich kann diese kleinen Platinen, die ich euch da gezeigt habe, also diese hier, kann ich 18 Stück anschließen. Und dann muss der Bus, dieser Lichtbus, wieder auf den Kanal B geschaltet werden. Habe ich hier aber, was weiß ich, sag nur 10 und ich fange hier mit 11 an, muss ich diesen Wert auf 11 ändern. Ist aber auch ganz einfach. Jetzt muss ich gucken. Warte mal, das brauchen wir weniger. Tun wir es einfach ein bisschen beiseite. Ich habe nämlich dann hier die Möglichkeit, dort diesen Wert, ich gehe da mit rein und sehe also hier, ich kann jetzt hier diesen Kanal ändern. Ja, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, warum wird das jetzt wieder nicht angezeigt? Konfigurator. Nee. Er lässt es mich nicht machen. Okay, herunterdimmen. Ich glaube, ihr seht es. Es wird langsam heller und es wird wieder dunkler. Dann machen wir es von hier oben. Bei Neonlichtern kann ich es flackern lassen, blinken, blinken B. Es sind also verschiedene Blinkfrequenzen. Ich kann ihn blitzen lassen. Auch in zwei verschiedenen Frequenzen. Und ich kann ihn doppelt blitzen lassen. Ihr seht also, es ist ja, beim Schweißen oder so wird das mitverwendet. Wir haben jetzt hier einfach diese LED als Test definiert
Und jetzt gehe ich über zu den Makros. So, nehme den Makrotest jetzt auch einmal Test 2. Und gehe jetzt hier in die Definition rein. So, beim Makro kann ich hier einmal die Startbedingungen angeben. Ich kann hier auf die Modellbahnzeit zugreifen und sagen, um wie viel Uhr soll es starten. Ja, ich kann sagen auch, wie er wiederholen soll. Keine Wiederholung, ob er jeden Tag wiederholt, ob er minütlich, viertelstündlich, halbstündlich, stündlich oder tagsüber zwischen 8 und 17 Uhr stündlich. Und eben jeden Tag und die einzelnen Tage kann ich aussuchen. Dann gibt es eine Besonderheit, das ist der Verzögerungsfaktor, da komme ich gleich noch mit drauf. Und ich kann bestimmen dabei, wie oft ein Makro durchläuft. Von 1 bis unendlich. So, und jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Schritte. Was haben wir da? Gar nicht, den nehmen wir mal weg. Das Makro. Sagen jetzt also hier. So, ich habe das Feld ein bisschen vergrößert. Ihr seht jetzt unten den Rest nicht mehr, aber dafür dann das, was hier auf dem Knoten passiert. So, ich sage hier Lichtausgang. Hier kann ich also diese Flecken Eingang, kann ein Makro nehmen, ich kann eine Verzögerung nehmen, ich kann eine zufällige Verzögerung nehmen. Ich sage ihm also hier Lichtausgang, er soll den einschalten. Und wen soll er einschalten? Wir hatten ja oben hier den Test drin. So, ja, lassen wir mal diese Ticks, da kommen wir gleich mit auf die Verzögerung. Ein Tick sind 20 Millisekunden. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, 4 Sekunden kann ich etwa mitmachen. Ich kann jetzt hier aber nur bis 250 oder 255 gehen. Also 5000 Millisekunden kann ich hier als Verzögerung eingeben. Und wenn ich eine längere Zeit brauche, dann habe ich hier diesen Verzögerungsfaktor. Der steht jetzt auf 1 und den kann ich jetzt ja, mal 50. Dann ist dieser Wert, beziehungsweise alle Werte, die hier stehen, also 100 steht, mal 50 sind also 5000 mal 20 Millisekunden. So, den nehmen wir wieder runter. Sagen wir mal auf 20, halt, wir lassen den, sonst müssen wir zu lange warten. Das soll also hier jetzt den Lichtausgang einschalten und zwar unseren Port-Test. Im zweiten Schritt sagen wir, er soll verzögern. Ja, bevor irgendetwas passiert, nehmen wir 100. Und danach soll der Lichtausgang, richtig, jetzt ausschalten. Und da haben wir wieder unseren Test. Und nach dem Ausschalten lassen wir ihn jetzt noch mal ein bisschen warten. Und sagen wir 40, 800 Millisekunden. Dabei und im nächsten Schritt Lichtausgang, den lassen wir weg. Sagen wir nicht einschalten, sondern sagen ihm jetzt, er soll aufdimmen. Das ist wieder der Test. Wir haben ja nur die eine LED jetzt dran.
Hier kann ich mit dem rechten Mausklick das Menü öffnen. So kann das ganz lesen. Ich kann also hier was ausschneiden, kopieren, kann vor dem markierten einfügen, danach invertiert einfügen, kann einen Leerschritt einfügen oder danach einfügen oder ich kann es löschen. Das, was ich jetzt da habe, heißt, ich will einen danach einfügen. Lichtausgang nehmen wir wieder und sagen ihm nochmal 30. Er soll herunterdimmen. Nö. Wir sagen, er soll einfach mal blitzen B. Und hier wieder neu einfügen. Sagen wir ihm jetzt dem Lichtausgang wieder 30. Nochmal. Jetzt herunterdimmen. Und das Ganze gilt wieder für den Test. So. Also habe ich dabei, ich schalte mein Licht ein, warte eine Zeit lang, schalte das Licht aus, warte wieder eine Zeit lang, lass das Licht aufdimmen. Nach einem kurzen Warten von 30 Ticks lasse ich es blitzen, um gleich danach wieder nach 30 Ticks das Ganze herunterzudimmen. So, und jetzt kann ich sagen, wie viele Durchläufe ich machen will. Oder ich kann hier einen Trick noch anwenden, danach einfügen. Und jetzt sage ich einfach Makro, starten. Und zwar diesen Test 2. Das heißt, dieser Makro ruft sich immer wieder selber auf. So, schreiben. Das heißt, ich schreibe das jetzt hier auf die Platine zurück. Und jetzt wollen wir mal gucken. Er geht an. Er geht aus. Er blitzt kurz. Warum dimmt er nicht? Lassen wir mal in die Lichtausgänge gucken. Das ist eins. Ich kann jetzt aber auch, dass er nicht ganz ausgeht. Ja, sagen wir mal hier auf 70. Übernehmen. Und gehe wieder in die Makros. Ihr seht also dabei, also auch die LED geht nicht ganz aus. Was sie macht, habe ich immer irgendwo ein Problem anscheinend. Ja. So, auf diese Art und Weise, diese Form der Programmierung, kann ich zum Beispiel auch, für dich vielleicht interessant, Ben, ein Leuchtfeuer simulieren. Denn diese Leuchtfeuer haben ja auch eine vorgegebene Frequenz, mit der sie senden. Ob sie angehen, ausgehen, ja, eventuell auch ein Blinklicht mitgeben, damit die Schiffe wissen, wo sie hinfahren müssen. Alles das lässt sich hiermit realisieren und zwar nichts anderes, als dass ich das hier in der Form mache. Deswegen ist mir dieses BDIP-System lieber als Arduino, weil ich Arduino, sag mal, zu tief eigentlich in die Programmierung einsteigen muss, was mir eigentlich nicht mehr gefällt. Und das hier ist relativ einfach. Das ist so eine Makrosprache,
mit der man so etwas einfach realisieren kann. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt hier. Das heißt, das Accessory. Kann ich wieder einen Namen vergeben, muss es aber nicht. Und jetzt sage ich ihm hier Makrotest 2 starten. Und jetzt müsste ich eigentlich noch einen zweiten Begriff reinschreiben dabei, um das Ganze auszuschalten. Und dann kann ich eben mit diesem Accessory, bei iTrain heißt es dann Port, diesen Port hier übernehmen. Und damit kann iTrain zumindest bei, ja, da damit starten, auch zu einer bestimmten Uhrzeit, ganz wie ihr wollt. So, das wäre in kurzen Durchgang durch die Möglichkeiten, die ich hier mit diesem Modul habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war manchmal ein bisschen holprig. Das liegt aber daran, dass ich selber mit diesen ganzen Modulen ja erst seit kurzem spiele. Ich kann dort zwar, sag mal, gewisse Beleuchtungseffekte erreichen. Ja, ihr könnt also auch Beleuchtungseffekte für ein Haus. Der Flur geht an, das Zimmer 1 leuchtet auf dabei, der Flur geht auf, so wie ich es ja auf dem BW realisiert habe. Ja, aber da sind im Prinzip alle Freiräume mit da. Und wie ihr aus den anfänglichen Möglichkeiten gesehen habt, lassen sich damit also auch dann die Warnblinker für einen Bahnübergang entsprechend mit steuern, genauso hin bis zur Signalsteuerung. Ja. Und das kann ich dann entsprechend in dieser Form, wie jetzt hier einmal bei der Beleuchtung angezeigt, auch nach iTrain übergeben. Denn diese Softwareprodukte wie iTrain steuern ja nicht direkt die Signale, sondern eigentlich nur virtuell. Damit wir auf der Anlage was sehen, brauchen wir also auf jeden Fall irgendwo einen Decoder, der dort die entsprechenden Lichtaktionen durchführt. So, in diesem Sinne schließe ich hier meinen Vortrag, denn was anderes war es ja heute schon nicht mehr, mit ja, Experimentalvortrag, mit Hängen und Würgen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne auch ein Abo dalassen oder ansonsten freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal hier wiedersehe. Bis dahin, euer Klaus.